Sind wir schon on air? Er nimmt schon auf, ja. Yo, servus Leute, was geht ab? Willkommen hier zurück auf NoHand Gaming. Ich bin heute mit meinen zwei Kollegen hier am Start und wir machen, ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich gucken soll, wir machen heute einen 190 Foot Raft Challenge. Wir versuchen 190 zu kriegen. Ihr seht schon, die beiden sind richtig motiviert und machen das schon in der Halbzeit von der Champions League, weil die immer zu spät kommen. Aber wir machen einfach heute mit Points, die wir hier for free bekommen haben, und 3-4-3 direkt perfekte Formation bekommen. Das ist ja schon mal richtig gut, oder? Läuft, würde ich sagen. Okay, wir gucken mal direkt ans Kapitän. Alter. Ah, egal, wir nehmen Neymar. Ja, ist das schon mal gut? Ist gar nicht so schlecht. Gucken wir direkt mal rechter Flügel. Kann doch eigentlich einer sein. Oh mein Gott. Wen nehmen wir? Egal, jetzt Striker. Suarez. Oh mein Gott. Aber Ginzek, ja. Ginzek? Ja, eigentlich, nein, heißt Endoye. Komm, jetzt. Wir gucken direkt mal auf der Bank, Alter. Jetzt geht's los. Ah, oh. Martial, Peace Check, oder? Peace Check? Geht doch gar nichts. Ja, Rating. Komm, oh, wieder, wenn es schwarz ist, dann ist es ja meistens gut. Oh, Merte, Granate. William, oder? Oder Gaspar. Merte für Rating. William ist genauso hoch. Höher gerated. Oh, yes! Oh, Higuain. Ah, Ronaldo kommt natürlich rein. Direkt mal hier linker Flügel checken. Digga, was? Oh, okay, Turan. Turan ist gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal rechter Flügel. Oh, der neue Innen von Pedro. Isco, jawoll. Richtig gut für rechts im Mittelfeld. Komm, nochmal Bank jetzt checken. Yes, baby. Gut. Das ist schon mal gut. 8-8. Oh, let's go, komm. Yes! Iniesta, bam, perfekt. Komm, jetzt rechter Flügel. Vielleicht kriegen wir nochmal die Bank nochmal ein bisschen gut mit. Vielleicht habe ich gesagt, bisschen gut. Ich meine, meine Oma ist Gertrud. Nee, brauch nicht Charles. Wir nehmen einfach Rating. Komm, jetzt Innenverteidigung. Piqué. Komm, jetzt rechter Innenverteidiger. Wir müssen natürlich. Oh ja, PP. Oh, jetzt komm, jetzt Ramos Team of the Year. Habe ich gesagt, Ramos Team of the Year. Laporte. Ja, muss leider. Komm, jetzt noch. Das ist schon mal gar nicht so schwer. Wir sind zwar bei einem 84er Rear. Yes. Oh, meine Hand. Aber wir müssen neuer mitnehmen fürs Rating. Aber vielleicht kriegen wir noch einen BFA-Keeper. 87 schon. Jetzt brauchen wir noch eine gute Bank. Philippe Lewis. Vitolo für rechts. Ich weiß nicht, wir haben rechts. Isco. Aber sonst. Wir haben rechts noch keinen. Ja, okay, wir nehmen Vitolo mit. 100 Jimmy, 87er Rating. Komm, jetzt nochmal. Es wird nochmal spannend. Jetzt haben wir Bale bekommen. Egal, Bale nehmen wir auf jeden Fall mit. Schon mal rein hier. Bam. 87. Oh, wir haben noch Ronaldo. Yes. Ah, wir hätten ihn gar nicht mitnehmen müssen. Egal. Bam, wenn wir so tauschen. Jawoll. 89er Rating. Let's go. Komm schon. Er bringt Rating. 88 gedroppt, da machen wir mal für Parejo rein. Komm, jetzt nochmal schwarzen. Nee, leider nicht. André. Jetzt noch BVA-Keeper. Ja, Keylor Navas. Jawoll. Bam, 87er. Scheiße, komm schon. Vielleicht können wir noch was rausholen. Hätte besser laufen können. 81er. Komm, Layun. Okay, vielleicht können wir noch was rausholen. Wir können die Bank sortieren und noch mal gucken. 88 ist vielleicht noch drin. Wir checken das jetzt gleich mal aus. Und ja, mal kicken, ne? Also, wir sind auf 88er Chemie bekommen. Es hätte besser laufen können, aber es war ein guter Versuch, finde ich. Wir haben richtig gute Spiele eigentlich bekommen. Check mir mal noch den Manager. Hoffentlich droppt der uns nicht nochmal irgendwie weiter runter. Es droppt leider schon. Drop the beat. Wen nehmen wir denn mit? Ist eigentlich egal, ne? Richtig. Okay, komm. Jetzt haben wir 87er Rating leider bisher nur. Wir können es aber, glaube ich, trotzdem nochmal auf 88 pushen. Wir haben neuer Iniesta und Ronaldo. Wir gucken mal. Das Team ist an sich richtig krass. Wenn wir jetzt nochmal neuer reinmachen, bam, 88. Okay, wir haben ein 88er Rating und 100 Chemie, Freunde. Also für mehr 190 Challenge, wir kommen immer näher dran. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Jungs vorbei, die alle beide keinen Channel haben, aber macht es trotzdem. Also das war's von uns, Freunde.
Wir sind raus. Ah ne, ich werde das Draft noch spielen, aber ohne die. Aber wir hauen jetzt erstmal rein. Und ich sage noch ein Wort. Haut rein! Okay, hier sind wir wieder. Ich habe mich entschieden, das Draft nicht zu spielen. Ich dachte, wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Versuch machen. Ich habe das Draft zwar gespielt, aber eben onscreen, habe mal wieder im Finale verloren, wie es immer bei mir ist. Aber wir gehen auf jeden Fall noch einen zweiten Versuch rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe euch ja gestern im letzten Video gesagt, das ist jetzt sozusagen etwas später. Lasst auf jeden Fall 150 Daumen nach oben da, dass es direkt jetzt am Samstag kommt. Und ihr habt schon so viele Likes nach einem Tag drauf geklatscht, dass schon locker über 150 gekommen sind. Also auf jeden Fall Props an euch. Und ich möchte noch sagen, als nächstes Video möchte ich ein Snapchat-Footdraft machen. Also addet mich gerne auf Snapchat Benji_Berlin. Ich habe jetzt schon richtig viele Snaps bekommen, aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr von euch, Freunde. Also snappt mir gerne eure Snaps, aber schickt mir bitte Snaps, wo ihr euch selbst filmt und mir eine Eigenschaft von dem Spieler sagt. Also zum Beispiel schnellster Spieler, langsamster, aber es kann auch ums Aussehen gehen. Zum Beispiel die längsten Haare, der längste Bart oder der kleinste, der größte, der älteste. Alles sowas mögliches. Snappt mir dazu eure Snaps Benji_Berlin. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass wir das eben auch öfters machen können. Und jetzt machen wir hier den zweiten Versuch. Okay, die richtige Formation. Mit 3-4-3 sind wir schon mal gut dabei. Jawohl, so geht das sehr gut los. 99 Messi. Jetzt haben wir hier leider keinen. Dann gucken wir mal, linker Flügel. Jetzt brauchen wir... Ah, oh, 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 ja, ich werde auf jeden Fall... Ah, 96er oder Neymar. Ich nehme Ronaldo mit. Ist höher gerated. Muss ich jetzt einfach mal machen. Und dann gucken wir direkt mal im Mittelfeld. Wir müssen hier echt heute ein paar gute Spieler kriegen. Ja, die wir auch fürs Rating und fürs Mittelfeld, für die Chemie eben haben können. Die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Wir hätten Thiago auf jeden Fall als Rating und der ist Spanier. Aber ich glaube, ich würde eher Roberto nehmen. Ist eben Spanier und spielt bei Barca. Somit haben wir schon mal... Ah, jetzt hatten wir Vidal und... Ach, scheiße, komm. Vidal fürs Rating. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein paar Team of the Years. Die sind sehr wichtig, finde ich. Thuram ist eine gute Möglichkeit eigentlich. Hier auf dem linken Mittelfeld. Komm, wir brauchen auf jeden Fall noch Neymar oder ein paar andere. Pepe nehme ich mit. Ja, Pepe. Das läuft gar nicht so nach meinem Plan. Aber auf gar keinen Fall gerade. Da muss jetzt auf jeden Fall noch ein Knaller her. Jawohl. 90 Godin. Sehr nice. Das ist doch schon mal, ja, gut eigentlich. Was bringt mehr? Ja, wir lassen es jetzt erstmal so. Und der Torwart jetzt. Liga. Oh, yes. Oh, 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 oh. Neuer? Nehmen wir Neuer oder nehmen wir Casillas? Wir haben gar keinen Spanier in der Innenverteidigung. Ich würde sagen, Rating nehmen wir Neuer mit. 90 Rating. Neuer ist gut eigentlich als Torwart. Wir sind bei einem 89er Rating bis jetzt. Das heißt noch gar nicht so schlecht. Wir haben auf jeden Fall noch die Chancen, das hier hinzubekriegen. Nehmen wir San Jose fürs Mittelfeld, für die Chemie. Boom. Ist noch nicht gedroppt bisher, aber es muss noch jetzt was Höheres kommen, dass es auf jeden Fall noch hoch geht. Costa, 681er Mittelfeldspieler brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen eher einen Stürmer. Aber eigentlich jemanden aus der Liga. Aus der Liga BBVA. Oh ja, oh, 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 jawoll. Neymar, perfekt. Hier für Pedro rein. Boom, das ist schon mal nice. I like that. 90 rated ist es jetzt gerade. 90 rated. Okay, so geht's nochmal auf 89 runter. Wir brauchen jetzt die High-Rated Cards auf jeden Fall. Die brauchen wir jetzt. Wir sind beim 90er-Rating, Leute. Wir sind, yes! Ho, 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 ho! Lewandowski auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, Lewandowski fürs Rating, das macht auch überhaupt keinen Sinn, dass es das zu einem 89er-Rating droppt. Es macht gerade überhaupt keinen Sinn. 91er-Rating! Oh, Freunde, wir sind, oh mein fucking Gott, Jesus Christ. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir brauchen gute Bankspieler und die Chemie muss auch noch hoch. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nichts gut. Oh, und das droppt wieder schneller als der Beat. Drop der Beat. 90 rated immerhin. Noch 90 rated. Also wir kriegen... Aber wir brauchen auf jeden Fall auch noch Chemie. Wir brauchen noch viel Chemie. Oh, die Maria fürs Rating. Jawohl, 89er. Boom, wir sind bei einem 90er Rating. Puh, das ist ja mal spannender, als ich es gehofft habe. Wow, das macht mir ja selbst hier alles spannend. Oh, 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 ah, das Rating ist in Ordnung, aber wir brauchen... Ich würde jetzt trotzdem Müller nehmen. Wir brauchen aber trotzdem noch... Ferreira Carrasco bringt uns nichts. Wir brauchen noch weiter einen Stürmer, den wir bis jetzt leider nicht gekriegt haben. Naja, gucken wir mal weiter. Wir brauchen jetzt noch einen richtigen Knaller. Ein Team of the Year muss noch sein. Und wir brauchen einfach diesen einen Spieler aus der BBVA. Ja, Danilo Malo. Danilo bringt uns schon mal zu einem 86er Rating. Wir brauchen einen richtigen... Ach, fuck. Komm schon.
88er Rating gedroppt. Scheiße, jawohl, wir haben Ter Stegen. Das ist gut für die Chemie. Wir sind auf 88er Rating. Also, wir haben jetzt das. Ich bin mir sicher, ich kann das Rating noch um 1 hochpushen. Wir brauchen aber auch noch 5 Chemie. Also mal sehen, was ich hier rauskriege. Oh, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich komme nicht näher dran. 98 Chemie, 89er Rating. Ich glaube, ich war noch nie so nah dran wie heute. Ich habe einfach keine Idee. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe, glaube ich, wirklich alles ausprobiert. So, nicht mal das bringt was, wenn wir hier nochmal Leber reinpushen. Das. Neuer bringt leider auch nichts für die Bank. Wir kommen einfach nicht höher. Ich habe alles probiert, was ging. Ich habe Vidal und Müller ins Mittelfeld getan, Lewandowski in Sturm. Das Beste war hier echt 98 Chemie. Es tut mir leid, ich habe nicht mehr hinbekommen. Und 89er Rating. Es hätte echt besser laufen können, aber ich finde, wir sind echt nah rangekommen und das hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr die 190 Foot Draft weiter von mir sehen wollt, wenn ich es weiter probieren soll. Und wir kommen tatsächlich auf ein 100er Chemie mit einem Manager. Ah, hell no. Hell effing no. Ach, schade, schade, schade. Ich hätte echt gehofft, dass wir es schaffen würden. Wir haben jetzt 188. Ich hoffe mal, wir können hier auf jeden Fall das jetzt nochmal hochpushen mit Neuer. Dann haben wir immerhin ein 1,89er Rating. Ah, dass das hätte... Das regt mich selbst ganz schön auf, muss ich sagen. Das regt mich selbst ganz schön auf. Also, wir haben, somit leider nur ein 188 sogar jetzt letztendlich. Wenn wir hier die Tricks nichts mehr bringen, leider. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde. Wenn ich auch mehr mit Nils und Simon eben machen soll, die hier dabei waren, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin raus. Abonnieren auf jeden Fall für weiteren FIFA 16 Content. Ich bin raus und sage noch ein Wort. Haut rein.